Moin moin Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video aus unserer wunderschönen Reihe Arcades in Europa. Ich begrüße euch heute aus dem Diagonal Mar Einkaufszentrum in Barcelona und ich stehe hier vor der Illusiona, einer klassischen Spielhalle, wie man sie in Deutschland leider nicht mehr so oft findet. Ihr seht es schon im Hintergrund durchlaufen, die Auswahl, die es hier gibt, ist wirklich riesig. Es gibt Fun Machines, es gibt Kiddie-Automaten, es gibt eine angeschlossene Bowlingbahn. Aber was mich natürlich am allermeisten interessiert, sind die Arcade-Automaten. Und auch da ist die Auswahl wirklich sehr, 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 sehr großartig. Und wir werden jetzt gleich zusammen mal eine Runde hier rumgehen und ich werde euch erzählen, was es alles für Automaten gibt. Kleine Sache, die ich schon vorab sagen kann, ist, die Automaten sind leider in einem sehr, sehr unterschiedlichen Zustand. Manche in einem relativ guten, andere aber doch schon in einem sehr, sehr abgenutzten und teilweise auch defekten Zustand. Das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz aber eine ganz klare Empfehlung von mir, wenn ihr in Barcelona seid, schaut hier vorbei. Ich habe die Adresse auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt gehen wir aber mal eine Runde zusammen hier durch die Arcade. So, gleich der erste Automat ist natürlich ein hervorragendes Stück Arcade-Geschichte und zwar Sega Rally 3 in der Deluxe Twin-Version. Habe ich gespielt, sehr cool, hat großen Spaß gemacht. Dann Dancing Stage Euromix, ein Dance Dance Revolution Ableger, habe ich nicht gespielt. Danach Time Crisis 3 habe ich natürlich gespielt, sehr sehr geil. Und dann Deadstorm Pirates hat mir wirklich großartig gefallen und habe ich deswegen auch noch ein Video gemacht, was ihr auf dem Kanal extra sehen könnt. Klickt einfach mal drauf, da sind nämlich auch ein paar Ingame-Anteile von Deadstorm Pirates dabei. Während wir hier so schön an den Air-Hockey-Tischen vorbeigehen, kommt im Hintergrund schon Time Crisis 4 ins Bild, was ich natürlich auch gespielt habe. Auch sehr cool, hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Und rechts daneben schleicht sich schon an, man kann es schon sehen, Outrun, ein ja zeitloses, immer wieder cooles Spiel. Auch in der Twin-Version musste ich natürlich auch nochmal kurz spielen, kommt man nicht dran vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir Fast and Furious von Rough Rills. Ein erstaunlich cooles Spiel. Ich hatte das in der Vergangenheit bisher nur ganz, ganz kurz gespielt und habe hier aber dann jetzt doch den ein oder anderen Euro gelassen, denn es macht doch erstaunlich viel Spaß und ja, kann man echt nicht meckern. Daneben Virtua Tennis 2, boah, kann man spielen und dann sieht man schon Maximum Tune. Da war leider der eine Automat komplett kaputt, sodass man das nur allein spielen konnte und selbst bei dem, der jetzt noch funktioniert, also wo man jetzt auch gerade im Bild sieht, waren die Controls schon ein bisschen durch. Dann Daytona USA 2, ja, ist ein cooles Spiel, aber mir gefällt persönlich der erste Teil dann doch besser. Und dann Sega Rally 2, auch wieder in der Deluxe-Ausführung und man könnte denken, oh, ein Vier-Spieler-Automat, aber stimmt leider nicht. Es waren einfach nur zwei Twin-Kabinetts nebeneinander. Warum, hat sich mir jetzt nicht so richtig erschlossen, aber macht ja nichts, von Sega Rally-Automaten kann man nie genug haben. Wenn wir jetzt nach rechts weitergehen, haben wir noch Silent Scope EX, das habe ich nicht gespielt, muss ich sagen, weil mich das auch ehrlich gesagt nicht so richtig interessiert. Und hier noch ein wenig weiter rechts haben wir ATV Track, habe ich leider auch nicht gespielt. Und Superbikes, Superbikes habe ich gespielt, hat mir nicht so gut gefallen, hat leider nämlich das übliche Plastik-Motorrad-Problem wie bei einigen anderen. Auf der linken Seite sehen wir jetzt gleich noch einen wunderschönen Wave Runner Automat, könnte man denken, der war leider so kaputt, dass man es gar nicht spielen konnte. Also man sieht schon, das Bild hat eine Macke. Und man konnte zwar Geld einwerfen, das kam aber sofort wieder raus und auch der Automat war nicht zum Funktionieren zu überreden. Und rechts daneben, was man jetzt leider nicht mehr sieht, war noch American Truck Simulator, das habe ich kurz gespielt. Ist halt American Truck Simulator ganz nice. Alles in allem muss man aber sagen, trotzdem eine sehr, sehr schöne Auswahl, die sie hier stehen haben. Und ja, wenn ihr mal in Barcelona seid, nutzt die Gelegenheit, schaut rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wie vorhin schon erwähnt, schaut euch auch mal das Deadstorm Pirates Video an. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr cool, also hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Und ich würde sagen, wir ziehen es jetzt hier gar nicht weiter in die Länge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und eine schöne Zeit. Tschüss.